So, hallo meine Lieben, willkommen zurück zu Final Fantasy VII. Und ja Leute, keine Ahnung, ich bin gerade iRacing gefahren, ich habe gerade das Ding iRacing mit dem Regen, der so brutal ist. Wir haben tatsächlich alle Aufträge abgeschlossen, ja guck mal. Alles ab, okay, so viele waren es jetzt gar nicht. Dann können wir ja die Story machen, oder? Weil wir machen jetzt nicht so viel. Wir machen jetzt... nicht. Haust du wirklich alles um, was danke, dass du uns den lästigen Köter Eieieiei. Was ist hier? 34? Da gehen wir mal hin. Jedenfalls, ich habe bei iRacing bin ich eine Runde gefahren und es gibt den Regen und ich bin die Regenreifen im Trockenen gefahren, in Ottersleben. Einfach hübsch und dann habe ich, ja, die komplett runtergefahren. Man kann die zu Slicks runterfahren, das ist so geil. Oh, ihr seid aber früh wieder zurück. Nun ja. Das trifft sich gut. Dann kannst du nämlich gleich die Filter in euren Zimmern austauschen. Aha. Ich habe sie dir schon hingelegt. Okay. Du wartest hier, Alleskönner. Für dich habe ich auch einen Auftrag. Bereite Tifa keinen Kummer. Ach, das hatte ich nicht vor. Sagst du das, damit ich Ruhe gebe? Solche Leute gibt es wie Sand am Meer. Du bist doch nicht wie die, oder? Geh schon. Also, ganz ehrlich. Aber sie hat uns schon alles bereitgelegt. Lass uns zuerst die Filter auswechseln. Gut. Wie komm, zuerst. Wenn du fertig bist. Okay. Machen wir, aber normalerweise müsste jetzt was dazwischen kommen, dass da irgendwie, keine Ahnung, wir jetzt eine Leiche finden oder ein Zombie kommt oder so. In einem normalen Spiel wäre das so. In einem normalen Spiel, das einem nichts gönnt. Achso, nein, nein. Mich nicht ausruhen. Der Filter wurde ausgetauscht. Nice. Können wir hier auch austauschen? Wir müssen mal nach ihm gucken. Nach dem Typ? Ne, nicht gut. Also. Warte kurz. Ich beeil mich damit. Ja, ist doch nicht aufgeräumt. Letzte CDs liegen. Ich kann es nicht lesen. 2 von 4 sehe ich da, glaube ich, irgendwie, oder? Ja, und die Bücher? Ja, es ist halt... Man darf das nicht lesen. Ich lese es immer, man soll es nicht lesen. Ich hätte einen Boxsack, mein lieber Mann. Fertig. Dann erzähl. Wie ist es dir so ergangen? Hä? Hattest du es nicht bei der Bürgerwehr versprochen? Oh. Ah. Hm? Im Krieg wurden Soldaten als Helden gefeiert. Mhm. Die Nachrichten damals waren voll davon. Aber... als ich Soldat geworden bin, waren die Dinge etwas anders. Heldentaten waren nicht mehr gefragt. Für Shinra waren wir einfach nur, also... Du willst wohl nicht drüber reden. Wir waren praktische Söldner. Nichts, worauf ich besonders stolz wäre. Hm. Verstehe ich. Aber ist komisch, was? Als wir uns damals verabschiedeten, hätte ich nicht gedacht, dass wir uns mal in Midgar wiedersehen. Weißt du was? Wir sollten das feiern. Uns in Schale werfen.
In Schale? Wieso nicht? Das macht auch mal Spaß. Hast du so Sachen? Nicht wirklich, aber ich besorg was. Was schwebt dir vor? Ah, was Kämpferisches, komm. Was Kämpferisches. Aber das wäre doch gar nichts Besonderes. Frag was, was dazu passt. Was ist das für ein Spiel, Mann? Was geht denn ab hier? Okay. Jetzt können wir uns auf was freuen, nicht? Ja. Stimmt. Okay. Wo wir so schön motiviert sind, können wir zurück. Komm schon. Brauchst du gar keine Pause? Quatsch. Schade um die Zeit. Nicht Malepetzen. Okay? Ja. Gehen wir weiter. Let's go. Aber wir gehen jetzt, glaube ich, direkt zum Male und petzen jetzt direkt der Male. Oh Gott. Male, die Filter sind ausgetauscht. Wir gehen wieder zur Bar. Na dann, viel Spaß. Gute Laune scheinst du ja auch schon reichlich zu haben. Meinst du? Eigentlich ganz normal. Geht ja doch mit dir. So gefällst du mir. Weiter so. Betrachte das als Vorauszahlung. Ich zähle auf dich. Mondsichel-Talisman. Gucken wir den doch gleich mal an, den Mondsichel-Talisman. Ob der gut ist. Was kann der? Okay. Also der Kraftreif, ja? Stärke erhöht sich um 5% und der Mondsichel-Talisman. Ein Amulett, in dem die Hoffnung so hell wie der Mond am Nachthimmel zu funkeln scheint. Verringert erlittenen Schaden, wenn der Charakter nicht aktiv gesteuert wird. Klingt gut. Das ist ein, hoppla. Das wäre was dann für, Tifa. Ich kann mir den Namen nicht merken, Tifa. Er heißt Kudaudo Strife und sie heißt Tifa. Besonderen Vorkommnisse zu verlegen. Mein Mann ist zum Bahnhof gegangen. Sehen die da oben mal. Vielen Dank für deine Hilfe. Hä? Hey, Tifa. Ich komme heute wieder im Laden vorbei. Kochst du uns heute wieder was Leckeres, Tifa? Da wären wir. Bist sicher erschöpft? Naja, ein bisschen vielleicht. Freu dich. Nach der Arbeit kommt das Vergnügen. Wie wär's zur Entspannung mit einem Cocktail im siebten Himmel, dem Paradies in den Slums? Tifa? Ich glaube, ich brauche auch eine Pause. Sag mal, bleibst du denn jetzt in Midgar? Ja, das ist der Plan. Zumindest bis ich genug Geld zusammen habe. Verstehe. Okay, was willst du tun? Dich noch ein wenig in der Stadt umsehen? Eigentlich nicht, weil wir haben schon so ziemlich viel jetzt angeschaut, glaube ich. Wir gehen mal weiter. Sind zurück. Wart ihr spazieren? Ja, genau. Los, Versammlung im Keller. Ich auch? Soll ich bei der nächsten Mission... Lenchen, du wartest draußen auf Jesse, ja? Mhm. Die nächste Mission. Sie soll morgen starten. Jetzt gibt's die Details. Vor eurer Besprechung hätte ich gern mein Geld. Das kriegst du auch. Aber jetzt habe ich Wichtigeres zu tun, du Raffzahn. Beeil dich, Tifa. Nimm's ihm nicht übel. Er kann halt nicht anders. Zum Trost. Setz dich. Was darf es sein? Einfach irgendwas. Ach, einfach irgendwas. Okay, ich mix dir was Passendes. Hm.
Echt jetzt? Cool. Na? Den meisten meiner Gäste schmeckt er vorzüglich. Das wundert mich nicht. Sieh mal an, da kennt sich einer aus. Und was ist mit dem hier? Ja, komm schon. Voll cool, Mann. Ein Cosmo Canyon. Meine ganz eigene Kreation. Sieht toll aus. Ich muss los. Zum Wohl. Gehört? Den Angriff auf den Makoreaktor haben die Staatsfeinde Avalanche verübt. Sie reden von nichts anderem. Wir sind richtig berühmt. Erstmal sind wir sicher. Zum Glück hat uns keiner erkannt, aber jetzt wird's ernst. Cloud, bist du weiter dabei? Wenn ihr ordentlich zahlt? Klar, versprochen. Dafür werde ich schon sorgen. Tifa soll dieses Mal auch mitkommen. Doch sie scheint gar nichts von unseren Plänen zu halten. Wer weiß, ob wir uns auf sie verlassen können, wenn's ernst wird. Hm? Ein nüchterner Typ wie du ist mir da weitaus lieber. Schließlich will ich nicht draufgehen, nur weil jemand halbe Sachen macht. Sollte mir eine Beschäftigung suchen. Nee, wir machen Tifas Team, das passt schon. Oh, mit A kannst du einen Dartpfeil werfen. Ja, Dart halt, das Dart spielen. Okay. Wissen wir noch, wie man Dart spielt, oder? Leute, wisst ihr, wie man Dart spielt? Du machst irgendwie 301 oder so und dann musst du da werfen. Und dann muss man hier werfen, dann hat man so Sachen wie hier die Triple 20. 20 Single, scheiße. Aha. Triple 20. Naja, gut. Nächste Runde. Ja, fürs Pulsei kriegt man nämlich nicht so viel. Komischerweise. Denken wir mal, ah, das ist am meisten. Gibt nämlich nur 50, seht ihr? Und für den Bull. Aber wenn man hier die Triple 20 trifft, da ist ja 60. So. Jetzt machen wir nochmal 60. Jetzt brauchen wir 31. Das heißt, wir brauchen die Triple 10. Scheiße. Brauchen wir jetzt die Doppel 10? Die wäre hier außen. Daneben, scheiße. Ah, er zeigt sogar an, wo wir machen. Ja, 7, 14, 21, na klar. Wie nett. Yes. Ja, pro Runde 100,33 Würfel. Punkte. Cool. Würfel. Cloud. Oh. Bin auf Rang 4. Also ziemlich weit oben gelandet gleich. Dann warte ich mal. Ja. Leute, wir machen nochmal eins, okay? Komm. Ja, wir machen eins, komm. Wir mussten ja auch gerade überhaupt gucken, wie das überhaupt nochmal funktioniert. Eieiei.
Okay. Jetzt die 41, die schaffen wir nicht. Nee, machen wir es auf die 20 hier. Single 20, ja, das ist jetzt nicht so schlimm. Machen wir hier wieder. Aha. Das müsste jetzt fast schon für Rang 1 gereicht haben, oder? 7 Würfel. Hey, Bullseye. Den ersten Platz erreicht, jawohl, das gibt's natürlich. Dafür ein Achievement. Das ist auch nur würdig und recht, Leute. Also. Jetzt, ne, wir setzen uns hier auf das Höckerchen hier wieder drauf. Ja. Jeden Fall, wo ich gerade Oschers Leben gefahren bin. Das war geil, ich kenne die Strecke ja noch nicht so. Für mich sind die ganzen Strecken fast alle neu. Oschers Leben. Coole Strecke irgendwie mit richtig schnellen Abschnitten, richtig halsbrecherisch schnellen, engen Abschnitten. Ja. Hab gehört, du hältst nichts von dem Plan. Einfach mit netten Bitten ist Shinra nicht beizukommen. Das weiß ich ja selbst. Aber trotzdem... Ich weiß nicht weiter. Wenn du Zweifel hast, dann steig aus. Was von der Musik? Passt ja irgendwie gar nicht so richtig, oder? Wohl fertig. Du bist eher gegangen? Gab etwas Streit. Was ist? Noch ein Drink? Tifa, fahr was auf. Das haben wir uns alle verdient. Gern. Das nächste Ding drehen wir ohne dich. Okay, such dir was Neues. Das hatte ich ohnehin vor. Schließlich habt ihr noch nicht mal bezahlt. War klar, dass das kommt. Hier, das ist der Rest. Ich hab noch ein bisschen was draufgelegt. Damit sind wir endlich quitt. So, dann lass uns mal allein. Wir feiern im kleinen Kreis. Hab's versucht. Sorry. Hat sich irgendwie so ergeben. Weißt du? Die anderen waren der Meinung, wir wären zu sehr von dir abhängig. Jesse, wo bleibst du? Oh, ich komme gleich. Sorry, okay? Kein Problem. Wenn du möchtest, können wir später reden. Wirklich nicht nötig. Jesse! Ich hab riesen Kohldampf! Bis später, Cloud. Okay, ich komme ja schon. Und Prost! Also gehe ich mal davon aus, dass jetzt irgendwas passieren wird, weil jetzt ist ja eigentlich alles geritzt. Mann, das tut gut. Wir gehen. Biggs, du alter Schlucks. Was ist denn los? Bist ja plötzlich so anhänglich. Wo waren wir stehen geblieben? Treibt's nicht so bunt. Wir haben noch einiges vor uns. Erst recht ein Grund, mal abzuschalten. Genau. Du hast doch ganz bestimmt auch Hunger. Worüber haben wir gesprochen? So viel Spaß hatten wir schon lange nicht mehr. Sorry, wir haben es echt versucht. Ups, sorry. Was hast du gesagt? Seit dem Rausschmiss aus der Hauptgruppe hatten wir ja auch nicht wirklich Grund... Wir drei wollten dich wirklich dabei haben. Hm? Wo waren wir? Wir wurden nicht rausgeschmissen. Ja. Entschuldige, Cloud. Ich habe gerade leider keine Zeit für dich. Tut mir leid. Was hast du gesagt? Erinnert mich bloß nicht daran. Das verdirbt mir total die Stimmung.
Na dann. War eine schwierige Zeit, was? Dann gehen wir wieder raus. Ja, aber dann soll die Vermieterin nicht kommen und sagen, wir hätten da irgendwas gemacht. Schnüffler von Shinra? Gib nicht auf! Ja, hab gehört, der stolziert hier rum. Wart's nur ab, der taucht garantiert auf. Oh oh. Hey du, bist du von hier? Ja, schon. Dann kennst du vielleicht einen riesigen Typen mit einer Knarre als Arm? Der soll nämlich angeblich irgendwo hier wohnen. Kann schon sein. Du gefällst mir. Hast einen guten Sinn fürs Geschäft. 500. 200. 300. Na gut. Dann lass uns mal in Ruhe reden. Hier lang. Mhm. Gehen wir mal mit diesen vertrauenswürdigen Jungs mit der schönen Jacke. Gibt's was zu meckern? Was glotzt du so? So wild. Gehört vielleicht dazu. Die laufen auch ganz natürlich, also. Und auch der aus vorne mit seinem Arm links. Der, also ich glaube, ich mach den Arm genau so wie der, wenn ich laufe. Also, ja, links so ein bisschen. Hey, bisschen so? Haken, ja, ein bisschen. Die Muskeln da. Unser Boss ist nicht zimperlich. Die Musik ist irgendwie witzig. Nicht in die Quere. Wie so ein französischer Ganovenfilm. Besonders an deinem Leben. Gehen wir jetzt wieder hier raus, oder was? Du gehst vor, alles klar? Und keine Angst. Mein Messer bleibt stecken. Vorerst zumindest. Das ist ein Messer? Das ist ein Messer. Also. Wo steckt der Kerl? Du weißt's doch, oder? Muss ich mich wiederholen? Kann schon sein. Verschwende nicht unsere Zeit! Shinras Zeit, meinst du wohl? Ha, als würde unser Boss nach Shinras Pfeife tanzen. Schön für euch. Leute, großen Fehler habt ihr gemacht. Nur kein Übermut. Okay, sinken seinen Trefferpunkt nimmt der Aufputschmittel, durch deren Wirkung er nicht so leicht. Oh. Nicht so leicht einzuschüchtern ist. Los geht's. Löcher sind der letzte Schrei. Verpiss dich! Das war's dann. Leg mir Blumen aufs Zimmer. Ach, Baby! Feuer frei! Das sei ich dir halt! Schwach! Was? Alles in Ordnung. Voller neuer Versuch. Was ist? Mach schon! Und jetzt fliegen die Fenster! Wir haben auch eine Handgranate. Viel Spaß damit! Vollgas! Wir müssen es machen! Ihr sucht also nach einem Kerl mit Gewehrarm, ja? Nun ja, also. Was wollt ihr von ihm? Woher soll ich das denn wissen? Ich habe einfach nur meine Befehle befolgt. Bring mich bitte nicht um. Alles im Griff. Du bist gleich mein in Einsatz. Abschau! Ich verspeise dich zum Frühstück! Wie? Verrecke! Verrecke, jawohl. Tschüss. Steck mir Blumen auf. Wie ist das? Keine Chance. Keine Chance.
Bis hier und nicht weiter. Okay, also war jetzt auch nicht schwer. Was will Shinra wohl von Barrett? Naja, geht mich nichts an. Und jetzt zu Slum-Regel Nummer 1. Ab ins Bett und ausruhen. Haben wir jetzt das Geld eigentlich bekommen, die 300 Gil? Hallo? Glaube ich nicht. Ja? Nicht schlecht, Herr Alleskönner. Ich halte die Augen auf. Die Typen waren in der Schlüssel. Unser neues Dokument wird Sie ins Staunen bringen. Diese Gruppe nach. Was würde ich nicht geben, um so schnell mit dem sein gemacht? Oh. Hey. Da bist du ja endlich. Hab dich schon vermisst. Oder auch nicht. Ich würde gern mit dir reden. Darf ich reinkommen? Die ist halt der original Fortnite-Charakter. Also 1:1. Gut. Es geht um Folgendes. Oh. Und wofür dieses Mal? Weil ich dich nicht mit an Bord holen konnte. Oh. Aber hast du es dir auch verdient? Du willst was. Du hast es erfasst. Die Sache muss aber unter uns bleiben, okay? Ich muss heute Nacht was klären. Ist etwas Persönliches. Heute Nacht? Ja, in Sektor 7. Kannst du mich vielleicht bis zur Platte raufbringen? Die Details sage ich dir unterwegs. Von mir aus gerne. Aber was ist mit dem Einsatz morgen? Den habe ich nicht vergessen. Aber die Sache kann leider nicht aufgeschoben werden. Also, hilfst du mir oder hilfst du mir nicht? Hm. Oh. Das ist die Anzahlung. Ifrit. Okay, mit Beschwörermateria kannst du mächtige Verbündete, sogenannte Esper, herbeirufen. Esper können nur im Kampf gegen spezifische Gegner heraufbeschworen werden. Die Materia löst dabei eine Beschwörungsleiste aus. Sobald diese voll ist, kann die Esper beschwört werden. Das mit dem Esper und so, das erinnert mich an Final Fantasy 15. Der Roadtrip, da hatten die doch auch mit Esper rumgemacht. Beschwörermateria wird in einem speziellen Materia-Slot von Waffen angebracht. Es kann nur eine Materia zur gleichen Zeit verwendet werden. Wie ich das sehe, sind wir vor Morgengrauen wohl nicht wieder hier. Also pack alles ein, was du brauchen könntest. Sag. Ja, warte. Nur mal kurz. Ah. Da haben wir jetzt nämlich hier. Diese, okay. Ermöglicht die Beschwörung von Ifrit, einer Esper, die mit ihren Fertigkeiten wie Feuer der Hölle, verheerenden Feuerelementaren Schaden verursacht. Na cool, okay. Also es gibt diese Materia. Hier und die gelbe, dann gibt es aber die rot. Okay. Bescheid, wenn du soweit bist. Oh Mann, Leute. Jedenfalls, jetzt ist für mich echt schon spät, also. Verrückt, aber ich liebe unser Schwert. Schaut euch unser Schwert an. Sieht echt cool aus. Ist halt jetzt nicht scharf. Das ist halt eher so ein stumpfes Hackebeil. So wie es aussieht. Sieht halt mega stumpf aus, gell. Aber gut, durch die Wucht macht es dann schon wieder wett. Der Charakter sieht toll aus, der Doppelgürtel ist nice. Alles ist cool und nächste Folge geht's dann hier weiter an der Stelle. Seid wieder mit dabei und bis zum nächsten Mal dann. Ciao.